Novena zum Segenspfarrer vom Allgäu Augustinus Hieber. Achter Tag. Zur Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Lieber guter Pfarrer Heber, du hast während deiner Zeit als Seelsorger viele Menschen helfen dürfen. Schau jetzt auf mich und mein gegenwärtiges Anliegen. Anliegen kann man hier nennen. Bitte bei Gott für mich, dass ich von allem Bösen, von Krankheiten, allen falschen Bindungen und Verstrickungen befreit werde und bewahrt bleibe. Hilf mir zur Versöhnung mit Gott und mit allen Menschen, um eine neue Zeit des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Segenspfarrer Heber, hilf, begleite und segne mich und meine Familie. Pfarrer Heber, bitte für uns. Amen. Lieber guter Pfarrer Heber, hilf mir daran zu denken, dass meine Zeit auf Erden einmal zu Ende geht. Dies kann unerwartet oder vorbereitet sein. Darum bitte ich um die Gnade, dass ich mein Leben so lebe, dass es vor Gott, den Mitmenschen und mir selbst fruchtbar und erfüllt sein möge. Und ich am Ende nicht dastehe wie Bäume, die keine Frucht getragen haben. Ich bitte für die Priester, dass sie uns in der Sterbestunde mit dem letzten Sakrament der Krankensalbung in die Ewigkeit hinübergeleiten. Pfarrer Heber, hilf mir bei meinen Beten. Amen. Ein Gesetz, Jesus, der mir eine glückliche Sterbestunde schenken wird. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine glückliche Sterbestunde schenken wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine glückliche Sterbestunde schenken wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebe. Jetzt in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine glückliche Sterbestunde schenken wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine glückliche Sterbestunde schenken wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine glückliche Sterbestunde schenken wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine glückliche Sterbestunde schenken wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine glückliche Sterbestunde schenken wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine glückliche Sterbestunde schenken wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns durch seine, der auf dem Berg Tabor verklärt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine glückliche Sterbestunde schenken wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott,
Du hast deinen Diener, Pfarrer Augustinus Hieber, zum guten Hirten für deine Herde bestellt und ihn mit großen Gnadengaben beschenkt. Ich bitte dich, erhöre mich auf seine Fürbitte und schenke mir die erbetene Hilfe in meinem gegenwärtigen Anliegen. Ich berufe mich dabei auf das heilige Evangelium, in dem es heißt: Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Johannes 14,13. Alles für dich, alles mit dir, dein Wille geschehe. Lob und Dank, Preis und Anbetung sei dir Gott, dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist in aller Ewigkeit. Amen. Gebet um Seelsprechung für jeden Tag. Guter Gott, ich danke dir für die großen Gnadengaben, die du Pfarrer Augustinus Hieber geschenkt hast. Auch nach seinem Tod hast du unzählige Menschen die Kraft seiner Fürbitte erfahren lassen, indem du ihnen in ihren zahlreichen Anliegen und Nöten geholfen hast. Ich bitte dich durch deine unergründliche Liebe zu uns Menschen um zahlreiche Priesterberufungen und um die Seligsprechung unseres guten Segenspfarrers vom Allgäu. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen.